Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge Let's Play Free to Play. Und diesmal habe ich mir Arcblade angeschaut auf Wunsch eines Abonnenten hin. Arcblade ist eigentlich, ich verstehe das noch nicht so ganz, worauf die hinausgehen mit dem Game, aber in meinen Augen ist es so eine Art S4 League oder auch Gunset 2. Man könnte es auch als MOBA bezeichnen, weil es letztendlich nur ums PvP geht. Und ja, es ist zurzeit nur über Steam beziehbar. Den Link zu der Homepage packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr direkt hinkommen und euch das Ganze mal anschauen. Das Spiel ist eigentlich noch sozusagen in einer Open Beta. Bedeutet, es ist noch nicht vollständig. Ihr könnt aber jetzt schon so Early Access Packages kaufen und euch die verschiedenen Charaktere freischalten. Und ja, worum geht es? Ihr geht in einer... in einer Arena. Ihr werdet jetzt im Hintergrund erstmal ein bisschen was vom Tutorial und dann von meinem ersten Team Deathmatch sehen. Ja, ihr geht in eine Arena mit einem Charakter. Dieser Charakter kann mit den Maustasten verschiedene Angriffe durchführen und hat dann auch noch ein paar extra Skills. Aber that's it. Ihr habt einen relativ geringen Skill-Portfolio, möchte ich mal sagen. Also verschiedene Fähigkeiten, die ihr einsetzen könnt. Könnt euch aber dann mit ein paar Items verstärken und dementsprechend nach und nach auch alle Charaktere kaufen. Denn jeder der Charaktere hat irgendwie ein anderes Ziel. Heißt, es gibt welche, die sind Verteidiger, ein paar sind so Assassine-mäßig mit mehr Damage. Andere Supporter können heilen und so weiter. Also ihr seht schon, das Ganze geht irgendwie mehr auf Team, Spielbarkeit Basis und auf verschiedene Zusammenspielen von verschiedenen Leuten. Und im Großen und Ganzen klang das ganz cool und aus dem Grund habe ich mir das mal runtergeladen und angeschaut. Und jetzt mache ich mal hier von Anfang an, wie ich dann meinen Charakter ausgesucht habe. Das heißt, hier konnte ich schauen, welchen will ich kaufen. Ich habe nach der Erstellung direkt 6600 von diesen Points gehabt. Damit kann ich mir dann theoretisch zwei verschiedene Charaktere kaufen. Hier war so das erste, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist aber schade, weil ich eigentlich gerne mehr über die einzelnen Charaktere gewusst hätte. Aber leider sieht man das nicht wirklich. Man sieht so eine kleine Erläuterung, was der Charakter ist, aber nicht wirklich, was für ein Charakter das ist in der Hinsicht auf Skills oder Funktionsweise des Charakters, ob es jetzt ein Assassine, ein Tank oder sonst was ist. Und das fand ich dann ein bisschen schade, um den Charakter auszusuchen. Und so bin ich ein bisschen nach dem Bild gegangen. Man kann es sich schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht. Und da ich im Tutorial ja mit dieser, dieser Veil, das war so eine Art Tank, würde ich mal fast sagen, losgezogen bin, habe ich mir gedacht, ich suche mir jetzt mal einen Charakter aus, der ein bisschen mehr Damage macht. Und dieser Hyde klang auch ganz cool, der war neu, aber da wusste ich mir nicht, nimmst gleich den neuen. Nö, eigentlich nicht, dann kaufst du dir einfach mal irgendwie eine halbnackte Frau mit einem Schwert. Das kann ja nie was Falsches sein. Habe aber auch nur einen Charakter gekauft, dann kann man sich natürlich noch Skins kaufen. Diese ganzen Item-Packages und ähnliches, aber das wollte ich nicht. Dann wollte ich dann direkt mal einfach ein Match machen und habe ein bisschen nach dem Ping geguckt. Ihr seht schon, da sind ein paar mit ein bisschen höherem Ping. Aber zuerst versuche ich mich natürlich in irgendein Match einzuwählen, wo die Leute mehr voll sind. Und dann habe ich doch das zweite genommen. EU Amsterdam 7/8, 47 Millisekunden Ping. Das kann laufen. Ja, im Großen und Ganzen kommt ihr rein, ihr habt diese Skills. Und dann geht es darum, die Gegner zu töten. Ich bin hier sogar in einem All gegen All, hatte keine Items, das heißt, ihr könnt wahrscheinlich sowas wie Potions oder ähnliches dann immer reinnehmen und ihr seht dann direkt, wie das abgeht. Ein bisschen Anime-Style, sieht so von der Grafik her jetzt nicht ganz so schlecht aus, also ich finde, es ist von den Charakteren her sieht es sehr cool aus, sie scheinen sehr detailliert zu sein, da passiert wirklich ein bisschen was, aber ich fand es von den Maps her doch relativ schwach, beziehungsweise die fand ich nicht so hübsch. Und im Großen und Ganzen ist es einfach ein, in meinen Augen ein weiteres Free-to-Play-Game. Also es ist nichts Besonderes dabei. Das geht genau in die gleiche Richtung wie S4 League. Also daran hat es mich sofort erinnert, aufgrund dieses Anime-Styles, aufgrund der ganzen Aufmachung. Und da ja ProSiebenSat.1 Game zurzeit gerade mit S4 League schon was Ähnliches rausbringt, muss ich sagen, hat mir S4 League letztendlich doch besser gefallen. Also dieses Spiel bietet, es ist noch in der Beta, ich weiß, aber es bietet jetzt nicht ganz so viele Klassen an. Die Maps sind relativ klein, das Ganze geht schnell zur Action, das finde ich gut, also dass man sich da nicht verlaufen kann. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, habe ich mir doch ein bisschen mehr erhofft aus dem, was ich gelesen und gesehen hatte und fand das Spiel jetzt nicht so gut, wie ich es vielleicht
ja, also es mir gedacht hätte. Es war auch, ich habe es ein bisschen anders erwartet und nicht, dass es einfach so ein wirkliches, ja, MOBA-Style 3D in der Rundenkarte ist. Also ich wollte es euch hier einfach mal gezeigt haben, weil ich wurde danach gefragt, hey, guckst du dir das mal an? Das habe ich gemacht. Ich werde es jetzt wahrscheinlich so ein bisschen weiter beobachten im Hintergrund und es wahrscheinlich im Previewen oder Reviewen, wenn es halt aus der Beta raus ist. Weil ich finde, es ist immer so, in einer Beta kann man viel sagen und vielleicht ändern die Entwickler dann so viel noch, dass das Spiel richtig gut wird. Mein erster Eindruck ist eher, ja, ein Spiel unter vielen und nichts Besonderes, was ich jetzt besonders lange spielen würde oder überhaupt wirklich exzessiv spielen würde. So Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck von Archblade geben. Wenn ihr euch das Spiel anschauen wollt, folgt einfach dem Link in der Videobeschreibung. Das Spiel ist über Steam beziehbar, ist auch nicht besonders groß. Ich glaube, das waren gerade mal 300, 400 MB. Aber vielleicht ist es ja was für euch. Ich jedenfalls sage, wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao. Ich bin dann mal raus.